Liebe Zuschauer, geht es Ihnen manchmal auch so wie mir? Wir wollen unser Leben privat oder beruflich verändern und wir machen die Erfahrung, ich schaffe es nicht. Um dieser Problematik zu begegnen und vielleicht eine Lösung zu finden, habe ich ein Buch entdeckt, das den Titel trägt, Du schaffst es. Und darunter stehen die Worte, wie Worte und Gedanken uns verändern. Geschrieben hat das Buch der Psychotherapeut und Palutinermönch Dr. Jörg Müller. Und ich habe die Ehre, ihn heute zu interviewen. Er hat mich eingeladen in sein Kloster nach Freising und wir werden über diese Frage miteinander ins Gespräch kommen. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Dr. Müller, und freue mich, dass Sie bereit sind, uns auf diese Frage, wie schaffe ich es, eine Antwort zu geben. Ich begrüße Sie, Herr Klempner. Man könnte vielleicht sagen, dass Sie seit fast einem halben Jahrhundert mit Menschen im Gespräch stehen, die immer wieder auch diese Frage an Sie herantragen, wie komme ich mit diesem und mit jenem Problem zurande, wie schaffe ich es? Und Sie sagen in diesem Buch, du schaffst es. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Motivationstrainer Jürgen Höller. Er sagte mir seinerzeit, wissen Sie, wenn eine Firma mich einlädt, zahlt sie bis zu 100.000 Euro für einen Tag. Und mein Werbeslogan heißt, du schaffst es. Finden Sie es merkwürdig, dass also ein Motivationsträger eine ähnliche Botschaft hat wie Sie als Psychotherapeut? Das finde ich prima, nur das Gehalt ist etwas überhöht, meine ich. Denn unsere Erziehung ist ja leider bestückt mit zu viel Killerphrasen, die dann lauten, du schaffst das nicht, lass das, das kannst du nicht. Das sind dann die Killerphrasen, die uns bremsen. Und viele übernehmen das dann in ihrem Leben und glauben, sie schaffen es nicht. Es kommt der Satz wie eine Suggestion, du schaffst es ja wohl. Und das kann dann schon motivieren und die Geister wieder wecken. In diesem Buch, Du schaffst es, beziehen Sie sich auch auf Erfahrungen, die ein japanischer Biochemiker namens Dr. Masaru Emoto gemacht hat. Was ist daran so aufsehenerregend? Er hat zufällig festgestellt, dass Wasser offenkundig so etwas wie eine Art Gedächtnis hat. Denn wenn er das Wasser, verschiedene Gewässer von verschiedensten Seen, einfriert und die Kristalle dann im Mikroskop untersucht, hat er festgestellt, dass sie unterschiedliche Kristallformen und Farben haben, je nachdem, was vorher mit dem Wasser geschehen ist. Beispielsweise, wenn man sehr intensiv gebetet hat über das Wasser, weil die Formation der Kristalle wunderschön symmetrisch und gold, hat man geflucht und geschimpft und war aggressiv, ist es zerfallen und war grau. Hat daraufhin mehrere Experimente gemacht mit Musik, mit Fotos, mit Worten, was Wasser bearbeitet. Und siehe da, je nachdem, was war, ist die Formation der Kristalle anders gewesen. Das ist erstaunlich und die Frage ist, hat das Wasser so etwas wie ein Gedächtnis? Interessant. Zur gleichen Zeit, als Dr. Emoto dieses Wasserexperiment durchführte, hat der Wissenschaftler Dr. Louis Rey herausgefunden, dass Wasser geistige Informationen speichern kann. Wie hat er das herausgefunden? Er hat von der anderen Seite her angepackt, der Zürcher Dr. Frey. Er hat die homöopathischen Mittel genutzt, diese Fläschchen, diese Potenzen, hat sie erwärmt und mit einer Hochfrequenzkamera fotografiert. Und auf dem Foto war immer ein Lichtpunkt, ein Lichtkern, der auch nicht wegging, wenn er die Potenzen zigmal verdünnte, so weit verdünnte, dass man sagen muss, es ist nichts mehr drin. Und trotzdem wirken die ja angeblich und der Lichtimpuls war immer drin, egal wie verdünnt das Mittel war. Und da hat er auch gesagt, da muss was sein, eine Art Information, Gedächtnis, irgendetwas muss das sein, dass eine Erklärung wäre, dass diese Wasserdinge doch noch irgendwie wirken können. Könnte man eigentlich auch solche
Erfahrungen und solche Erkenntnisse übertragen auf das Gebet, das dann auch entsprechende Wirkungen zeigt? Ich bin mir sicher, der Satz Jesu, dass wir die segnen, die uns verfluchen, das verändert dann den Fluchenden und uns selber. Denn wenn wir intensiv beten und daran glauben, muss ja die Gedankenkraft auch Folgen haben. Wenn Fluchen wirkt und Segen auch, ist ja was dran. Und ich glaube, es gibt mir ein Beispiel eines chinesischen Bauern, der diesem Dr. Freitag, Emasumutu, wie heißt, zwei große Einmachgläser gegeben hat mit Reis drin. Hat das selbst experimentiert. Und sagt ihm, Herr Professor, ich habe zwei Gläser mit Reis. Das eine habe ich 4 Wochen lang bebetet und gelobt und anerkannt. Das andere habe ich verflucht und geschimpft. Hier schauen Sie, was passiert ist. Und das Bebetete war wunderschön, roch auch noch gut und das andere war kaputt. Das ist ja interessant. Wenn wir jetzt über das Essen beten und das Zeichen des Kreuzes machen und das konzentriert, bewusst tun, geschieht offenkundig was. Auf der biochemischen Ebene kann man sagen, die Kristalle verändern sich, der Geschmack sicher nicht. Das heißt, wir müssen also darauf achten, dass wir bewusst Gedanken, Worte benutzen, weil sie immer irgendeine Wirkung haben, auch auf die Kinder, die das ja aufsaugen. Wenn die hören, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, das verinnerlicht und kann sogar neurologische Bahnen ziehen. Mir sagte mal der bekannte Hirnforscher und Kosmologe Professor Dr. Wilder Hollmann, ein sehr bekannter Mann, er ist heute Ehrenpräsident des Weltverbandes Sport und Medizin. Er sagt, er habe vor kurzem den Johannesprolog wieder ganz neu entdeckt. Am Anfang war das Wort, Gott sprach und es geschah, diese Formulierungen. Man könnte heute in der Hirnforschung beobachten, dass Gedanken meine Hirnstruktur verändern. Das ist also eine revolutionäre Erkenntnis, wie plötzlich biblische Wahrheiten real werden aufgrund moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse. Da wurden Experimente gemacht im Max-Planck-Institut, erinnere ich mich, mit älteren Männern, die im Hause dann eine Woche lang wohnen mussten. Die wurden mit Videokameras beobachtet. Sie haben die Aufgabe gehabt, die waren 80 Jahre alt. Seid jetzt eine Woche lang wie junge Leute, wie 30-Jährige. Benehmt euch wie Jugendliche, 30-Jährige, macht mal was, eine Woche lang. Und sie wurden am ersten Tag fotografiert, am letzten auch, am ersten ein CT gemacht, am letzten auch. So, Ergebnis nach einer Woche. Auf den Videofilmen sah man, dass sie sich rascher bewegten, den Fahrstuhl mieden, sich mehr unterhielten, mehr lachten, es war mehr Bewegung drin. Das Bild am letzten Tag, da wurden sie alle jünger eingeschätzt als vom ersten Tag. Im CT gab es eine Veränderung im Gehirn. Die Hinterfrontallappen, der Platz für Lernen und Erfahrungen, ist es gewachsen, die grauen Zellen haben zugenommen. Kommunikationszentrum zugenommen. Das sehen wir also innerhalb einer Woche. Und subjektiv sagten sie, wir fühlen uns irgendwie vitaler. Eine Woche. Das ist erstaunlich, was man in einer Woche erreichen kann, wenn man bewusst an diese. Das heißt, wir nutzen unser Gehirn nicht. Wir haben, der Satz Jesu, ihr könnt Berge versetzen, wenn ihr glaubt, hat ja was. Ja. Das heißt, wir haben eine Potenz im Gehirn, eine Möglichkeit, die wir nur zu 10% vielleicht nutzen. Genau. Nicht? Und autistische Kinder haben ja Fähigkeiten, sehr einseitige, die wir nicht erklären können. Ein Autist in Amerika kann mit dem Gehirn nach 10 Minuten Flug im Hubschrauber das ganze Panorama fotografisch wiedergeben. Jedes Fenster. Das ist wirklich erstaunlich. Das heißt, wir haben alle die Fähigkeit, ja. Es liegt irgendwo brach. Ja. Und wir tun leider unsere Fähigkeiten nicht benutzen oder gar schädigen. Man sagt, das meiste, was wir tun, kommt letztlich aus dem Unbewussten. Und man vergleicht den Menschen manchmal mit einem Eisberg. Nur die Spitze des Eisberges ragt heraus und das ist das Bewusste. Aber das meiste, was da an verborgenen Schätzen noch vorhanden ist, ruht unter der Wasseroberfläche, sinnbildlich gesprochen. Sie bringen in Ihrem Buch auch einen Ausspruch von dem jetzigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Barack Obama. In einer angespannten Situation hat er seinem Volk sozusagen Mut gemacht mit diesem Ausspruch, der also dann rund um die Welt ging. Yes, we can.
Vielleicht könnten Sie das noch mal ein bisschen demonstrieren. Das war eine Initialzündung für ein ganzes Volk. Yes, we can. Er motiviert damit die Leute, aus der Lethargie rauszukommen und an sich selbst zu glauben. Das erzeugt dann wiederum auch Endorphine, Glückshormone. Und dann kommt später Mama Merkel, wir schaffen das. Ja, nicht? Ja, ähnlich. Ja, genau. Und das sind ja Sätze, Programmsätze, nicht? Ja. Und ein Volk glaubt auch dann daran, wir schaffen es. Und wenn man daran glaubt, schaffen wir es auch, nicht? Und da wundere ich mich, dass noch Skeptiker sagen, Quatsch, wir schaffen es nicht. Und nennen sich Realisten. Und sie werden dann Illusionisten. Vorsicht. Die Geschichte hat bewiesen, dass immer noch diejenigen, die starke Visionen hatten und daran glaubten, ihr Ziel erreicht haben. Man spricht jetzt im umgekehrten Sinne auch von den sogenannten sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. In der Bibel, im Buch Hiob, gibt es, glaube ich, diesen Satz, was du befürchtest, tritt ein. Nicht, das ist ja eine ganz merkwürdige Erfahrung im umgekehrten Sinne. Das ist ähnlich dem Placebo-Effekt auf der einen Seite und dem Nocebo-Effekt auf der anderen Seite. Wenn ich an was glaube, es wird geschehen. Wenn ich denke, ich schaffe das nicht, die Prüfung morgen schaffe ich nicht, dann kann es sein, ich schaffe sie nicht. Haben einen Nocebo-Effekt, das Schädliche. Ich glaube, dass wir immer noch unterschätzen, das Unbewusste, das nach Zielen drängt. Wer kein Ziel hat, wer keine Vision hat, der hat doch keine Energie, irgendwas zu tun. Der schafft es auch dann nicht mehr. Er muss also eine klare Vision haben. Mit 7 Jahren wusste ich, ich werde Priester. Ganz genau. Obwohl 40 Jahre noch dagegen standen. 40 Jahre lang gab es nur Widerstände und alle sagten, das klappt nicht, das ist nicht wahr, bist nicht berufen. Ich dachte innerlich, ich bin berufen, verdammt normal, ich schaffe das. Und habe es dann geschafft gegen alle Widerstände. Mir war das vollkommen klar, ich schaffe das, obwohl alle sagten, bleib realistisch. Interessante Beobachtung. Deswegen sage ich jedem, du musst eine Vision haben, sonst geht das nicht. Abspecken wollen Sie. Ist denn die Vision deutlich genug? Haben Sie ein Vorbild, wie Sie sein möchten? Wie viel nehmen Sie ab pro Woche? Haben Sie ein Ziel gesetzt? Und dann stelle ich fest, wie halbherzig oder überzogen die Gesetze sind. Das schafft man nicht, das geht nicht. In meinen Gesprächen mit erfolgreichen Menschen, Olympiasiegern, Weltmeistern, Europameistern, deutschen Meistern, ist mir immer wieder aufgefallen, dass dieser Grundsatz sich immer wieder bewahrheitet. Spontan fällt mir zum Beispiel der Ausspruch ein, den mir mal der erfolgreichste Boxer im Schwergewicht, Peter Hussing, sagte. Als er 15 Jahre alt war, so erzählte er mir, habe man in der Berufsschule eine Umfrage gemacht in seiner Klasse, was möchtest du einmal werden? Und er hat dann geschrieben, ich möchte einmal Olympiasieger im Boxen werden. Und er war damals ein pummeliger und nicht gerade ein athletischer Typ. Und die ganze Klasse habe ihn ausgelacht. Ja, das ist typisch. Und dann sagte er, jetzt aber erst recht. Und dann ging er einen Tag später in den Boxclub ABC Siegerland. Und da traf er den Trainer und dann fragte der Trainer ihn, Junge, was willst du werden? Er sagt, ich möchte mal ein erfolgreicher Boxer werden. Und dieser Trainer hat ihm angesehen, dass er innerlich von dieser Vision so erfüllt war, dass er ihm spontan sagte, Junge, aus dir kann noch was werden. Und dann erzählte er mir, weißt du, dieser Satz ging durch mein ganzes Leben. Er wurde Deutscher Meister im Superschwergewicht. Er ist 15 Mal Deutscher Meister im Superschwergewicht geworden. Ungeschlagen als Amateurboxer mit 38 Jahren abgetreten. War 2-mal Europameister und hat an 4 Olympiaden teilgenommen. Wäre auch Olympiasieger geworden, wenn er nicht gegen den Stevenson auf Kuba immer im Endkampf verloren hätte. Und dazu gehört unbedingt die Erfahrung, dass er ausgelacht wird. Arnold Schwarzenegger genauso, ein schmächtiges Bürschchen, wurde ausgelacht und sagte, jetzt erst recht. Ja. Dieser innere Trotz, diese gesunde Aggressivität, jetzt packe ich das recht, euch zeige ich es mal. Das ist wichtig, das kann ein Motor sein. Nicht? Ich war ein schlechter Schüler, habe es trotzdem geschafft, weil ich daran glaubte, jetzt erst recht. Genau. Ne?
Also man kann daran zugrunde gehen, an den Hänseleien oder wachsen. Das wollte ich gerade sagen. Es gibt zwei Reaktionen. Genau, nicht? Das ist meine Krise Entscheidung. Oder Chance. Richtig, an mir liegt es, mich zu entscheiden. Ist nicht Gott, ich bin das. Mhm. Ne? Und ich glaube, es gibt genügend Beweise, wo die Gedankenkraft, die mentale Kraft, gerade bei Sportlern, zum Sieg verhilft. Alle Sportler üben ja vor dem Kampf autogenes Training, Yoga, irgendetwas und nehmen gedanklich den Sieg voraus. Das ist immer ganz wichtig. Und dann erreichen sie auch mehr, als sie sonst erreichen würden. Diese Technik und Training ist, muss man trainieren, das ist eine Sache von Wochen. Und es gibt da Experimente sogar beim Gefängnis in Amerika, wo man die Häftlinge gebeten hat, 20 Häftlinge, jetzt mal nicht im Gefängnis-Fitnessraum zu trainieren, sondern 3 Monate lang nur mental zu trainieren in der Zelle, sich vorzustellen, wie man die Hanteln hebt, die Gewichte trainiert, nur vorzustellen. 3 mal 10 Minuten täglich, 3 Monate lang. Das Ergebnis ist verblüffend. 16% Muskelzuwachs. Erstaunlich. Das glaubt ja keiner. Das ist eine Kraft des Denkens, die man nur kriegt und hat, wenn man auch daran glaubt. Der Glaube muss dazu. Das geht sonst nicht. Und dazu sage ich allen, die mal Fitness trainieren und Sport machen. Es nutzt nicht viel, ins Fitnessraum zu gehen und darum zu keuchen. Ne? Viel zu viel und viel zu schnell und unkonzentriert das einfach hochzuheben. Das kann es nicht sein. Halb so viel, aber intensiv daran denken, wie jetzt das Blut in die Muskulatur fließt und gepumpt wird. Und das langsam konzentriert tun. Haben Sie mehr von als dieses ewige Hickhack und schnell und viel? Diese Visualisierung spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das, nicht? Ne? Während Sie das erzählte, wurde ich an einen ehemaligen Schüler erinnert. Ich las dann in der Siegener Zeitung, ich komme aus Siegen, dass dieser junge Mann namens Jan Schneider nicht mehr zum Kader der 400 Meter Hürdenläufer gehörte. Und das tat mir unendlich leid. Und dann rief ich ihn spontan zu Hause an und dann sagte ich ihm, erinnern Sie sich daran, dass wir mal im Sportunterricht vor 2 Jahren zusammen waren, als wir noch in der Fachoberschule waren? Ja, natürlich. Ich sage, was ist das Problem, dass Sie aus dem Kader rausgeschmissen worden sind? Und dann sagte er, es tut mir leid, aber ich bin körperlich total fit. Das Problem ist der Kopf. Der Sieg beginnt im Kopf. Ich sage, haben Sie noch eine Vision? Haben Sie noch ein Ziel? Ja, sagt er, in 4 Wochen sind die deutschen Meisterschaften und ich könnte theoretisch daran teilnehmen, weil ich im letzten Jahr dabei gewesen bin. Ich sage, kommen Sie mich besuchen. Dann schaute ich mir den an und der war fit wie ein Turnschuh, körperlich gesehen. Ich sage, was ist das Problem? Und dann sagte er, jedes Mal, wenn ich an den Start gehe, dann stelle ich mir vor, wie ich an der 4. Hürde strauchle. Ja, und da habe ich gesagt, und das müssen wir jetzt umfunktionieren. Und ich hatte einen Tag vorher eine Fernsehsendung von Robert Schuller aus Amerika gesehen. Das ist ja ein Fernsehprediger, der immer Leute eingeladen hatte, die aus ihrem Leben etwas gemacht hatten. Und vor seiner Predigt hatte er dann solche Leute interviewt. Ja? Gehandicapte oder Leute ganz oben oder Leute ganz unten. Und er hatte an dem Tag vorher eine Olympiasiegerin vorgestellt und sie erzählte dann, dass sie ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen sich den Fuß brach und nicht mehr trainieren konnte. Und dann habe man ihr aber gesagt, in einem halben Jahr bist du wieder gesund und du kannst dann noch 4 Wochen trainieren. Aber jetzt kommt das, was Sie gerade sagten. Aber in der Zwischenzeit musst du mentales Training machen. Du musst diesen Bewegungsvorgang, wie du da herunterspringst und wie du unten im Wasser aufkommst, immer wieder vor Augen haben und daran denken, dass du das Beste tun kannst. Und wenn du das auch noch in Verbindung mit dem Glauben an Gott tust, dann hast du eine Chance, dass daraus etwas wird. Und genauso hat sie das gemacht und sie wurde dann Olympiasiegerin im Turmspringen. Und das habe ich dem erzählt, diesem Jan Schneider. Ja? Und dann haben wir daran gearbeitet, dass er sich vorstellte, wie er an der 4. Hürde wunderbar übersprang und so weiter und so fort. 4 Wochen später kamen die deutschen Meisterschaften und er wurde deutscher Meister im 400 Meter Hürdenlauf. Nicht? Das sind interessante Erfahrungen. Ähnlich wie diese Hürdenblockade da, 4. Hürde.
Ich habe als Schüler gestottert am Gymnasium, vier Jahre lang gestottert und immer dann gestottert, wenn ich nicht wollte stottern. Ja. Paradoxer Effekt. Ja. Und hat man einen Trick angewandt, ich sagte, du musst das wegkriegen, du musst ja Priester werden, du musst ja reden können, du musst das wegkriegen. Wie bekomme ich das weg? Mich vorgestellt, wie ich vor der Klasse stehe und fließend frei spreche und das Bild von der geöffneten Schranke mir mental visualisiert. Die Formel lautete, ich spreche fließend, flüssig und frei, die Schranke ist hoch. Dann haben wir ja was weg. Mhm. Es geht. Dass das autogenes Training hieß, wusste ich damals noch nicht. Mhm. Es geht mehr als wir glauben. Mhm. Und die besten Beweise für eine mentale Kraft, die auch den Körper beeinflussen, sind die Shaolin-Mönche. Mhm. Genau. Nicht? Die ja wirklich trainieren mhm. und Enormes vollbringen können. Mhm. Disziplin mhm. aufgrund von mentalem mhm. Arbeiten. Mhm. Dazu gehört Disziplin. Und da hapert es in Deutschland an der Disziplin, etwas durchzuziehen, konsequent beim Ball zu bleiben. Ja. Da hapert es. Das ist leider das Problem. Als Sie Ihre Geschichte von dem Stottern erzählten, wurde ich wieder an das Wort Jesu erinnert. Glaubet, dass ihr es empfangen habt und ihr werdet es empfangen. Ich denke jetzt an ein anderes Wort, das Sie auch in Ihrem Buch Du schaffst es dann zitieren, um aus dieser teuflischen Verstrickung der negativen Suggestion herauszukommen. Machen Sie Mut zum Glauben, wie wir das auch gerade jetzt schon zum Ausdruck gebracht haben, und zitieren das Wort Jesu, dein Glaube hat dir geholfen. Was will Jesus damit sagen? Ich habe lange gebraucht, das festzustellen, dass er nie gesagt hat, ich habe dir geholfen. Er hat immer gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und glaubst du, dass ich das kann? Der Glaube ist hier Bedingung und Voraussetzung, dass Jesus wirken kann. Der möchte den Menschen mit beteiligen. Automatismus findet in der Magie nur statt, bei Gott nicht. Deswegen ist es die Frage, glaubst du, dass das kann? Ja, ich glaube, dann sei gesund, dein Glaube hat dir geholfen. Auch wenn er schon zweifelt, auch das lässt Gott noch stehen. Mhm. Ja. Aber die Bereitschaft seitens des Menschen, den Glauben einzubringen, ist Bedingung. Mhm. Ja. Und viele, die Wallfahrten machen und um Heilung bitten, nach Lucht pilgern, Opfer bringen, um gesund zu werden, da frage ich mich jetzt, warum werden manche nicht gesund? Glauben sie nicht genug oder will Gott es jetzt nicht haben, aus bestimmten Gründen, was immer, das wissen wir nicht. Ne? Wir wissen es nicht. Wir können daraus kein Rezept erstellen, dass es eine garantierte Heilung kommt, wenn du jetzt glaubst. Mhm. Ja? Weil Gott immer noch verfügbar ist oder unverfügbar ist. Die Magie, die macht Knopfdruck, mhm. aber hier nicht. Mhm. Ne? Und nun kommt die Sache, was ist, wenn ich nicht geheilt bin? Wie geht es mir jetzt? Schlecht? Zwei Priester wurden in Lucht, wir haben MMs gehabt, eingetaucht ins Wasser. Einer wurde gesund, der andere nicht. Mhm. Die Frage an den Kranken, wie geht's dir jetzt? Bist du schlecht gelaunt? Bist du sauber auf Gott? Nein, ich bin nicht sauber auf Gott. Ich bin dankbar. Auch mir geht's auf meine Weise gut. Und ich gönne meinem Mitbruder seine Heilung. Das ist Religion. Und das unterscheidet sich dann auch wesentlich von dem, was Joseph Murphy oder auch Dale Carnegie sagt, dass man sagt, naja, mit Jesus und Gott hat der Glaube gar nichts zu tun, sondern es geht um den Glauben an sich. Aber es ist schon entscheidend, nicht, dass ich diesen Glauben auch verbinde mit meinem Schöpfer und Erlöser. Also Carnegie und Murphy, da warne ich ein bisschen vor, weil manche lesen das jetzt, diese Rezepte, du musst nur glauben, dann klappt genau. das. Sogar wirst du reich dann, wenn du daran glaubst. Genau. Da sind viele in die Frustration und Depression gestürzt, weil es nicht klappte. Yeah. Das ist kein magisches Rezept, es geht nicht. Hat auch Grenzen. Natürlich kann ich glauben ohne Gott. Im profanen Bereich brauche ich auch Glauben und Vertrauen. Mhm. An mich mal glauben, kann ich das. Aber der religiöse Glaube geht etwas weiter noch. Er bedient sich auch noch der Angebote Gottes, der Gnaden, die ich erbitten kann, im Vertrauen, dass Gott mir auch noch hilft. Das geht eine Stufe höher. Ne? Yeah. Nur, wir haben ja festgestellt, dass sogar religiöse Menschen offenkundig gesünder leben und länger leben. Ne? Richtig. Ich habe Norman Vincent Peale entdeckt und zunächst dachte ich, na ja, der Norman Vincent Peale steht auf derselben Stufe wie Murphy und vielleicht auch Dale Carnegie. Norman Vincent Peale hat ja diesen Weltbestseller geschrieben, Die Kraft des positiven Denkens. Und wenn Sie in dieses Buch hineinschauen, dann stellen Sie fest, dass sich ein Satz wie ein roter Faden durch das ganze Buch hindurchzieht, und zwar der Satz, ich vermag alles
durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und Dale Carnegie ist dann gefragt worden, ich habe einen seiner Schüler gut kennengelernt, den Robert Schuller, der ihn bis an sein Lebensende auch begleitete. Norm Vincent Peale war ein reformierter Pfarrer in New York und hat herausgefunden, das war sozusagen seine, wie soll ich sagen, sein entscheidendes Erlebnis in diesem Zusammenhang, dass alle Verheißungen im Alten und Neuen Testament positiv sind. Das fand ich also ganz interessant. Und Dale Carnegie hat dann, Norman Vincent Peale hat dann aber gesagt, wenn ich jetzt etwas Frommes als Buchtitel benutze, dann liest das kein Mensch. Darum werde ich es neutral formulieren, die Kraft des positiven Denkens. Aber er bindet diese Kraft des positiven Denkens immer an Jesus und an den Schöpfergott und gibt ihm die Ehre. Und dann kann man auch mit Enttäuschungen irgendwie fertig werden. Ich bin auch seiner Meinung, den Glauben an die Menschen zu bringen, die heute keinen Glauben haben, geht nicht auf dem religiösen Weg. Das geht nur auf dem profanen Weg, auf versteckten Pfaden, mit Strategie und Taktik muss man vorgehen. Wenn ich Gott näher bringen will, den Menschen, kann ich nicht fromm kommen. Mhm. Nicht? Das, da gibt es so Abwehrmechanismen, Ängste, ich weiß nicht, wo es herkommt. Aber ich bin überzeugt, dass dieser Glaube wieder kommen wird. Die ganze Geschichte zeigt einen zügigen Verlauf. Das kommt garantiert wieder. Nicht? Jetzt kommen die alten Schlager wieder. Ja, richtig. Also, es kommt wieder. Und die Kirchen werden Chancen haben. Hoffentlich nutzen sie sie. Sie müssen sich bewegen mal. Nicht? Und den Mut haben, mal was Neues zu wagen. Weil Religion ist dynamisch, nicht statisch. Nicht? Jesus fordert immer wieder dazu auf, diese negativen Verhaltens- und Gefühlsmuster aufzugeben. Warum halten wir oft beharrlich an diesen negativen Gefühlsmustern fest? Was wir als Kind jahrelang gehört und verinnerlicht haben, das geht sehr schwer weg. Das baut ja eine Straße im Gehirn, eine richtige Autobahn, und du kommst aus der Spur nicht mehr raus. Wer jahrelang depressiv denkt, Gott liebt mich nicht, ich schaffe das nicht, Gott straft mich, mich mag keiner, baut eine Straße, neurologisch. Und das wegzukriegen dauert. Er muss dagegen denken, einen anderen Gedanken dagegen denken. Ich kann nur eine alte Tummelaufnahme auflösen durch eine neue. Nicht? Und das braucht Disziplin und Geduld. Und man kann sogar im CT dann feststellen im Gehirn, es gibt Veränderungen. Ne? Es gibt Veränderungen. Ja. Bringt mich zur nächsten Frage. Ich habe mal mit dem Fitnesspapst Strunz ein langes Gespräch geführt und er sagt, wissen Sie, die Leute, die zu mir kommen, um von mir das Laufen zu lernen, denen sage ich immer wieder, ihr könnt das durchhalten und ihr könnt eure falschen Gefühlsmuster ad acta legen. Aber ihr müsst anfangen zu laufen. Und wenn ihr damit anfangt, dann macht ihr eine beglückende Erfahrung. Das haben Sie jetzt gerade schon angedeutet. Dann öffnet sich, das sagt er so mit seinen Worten, ein Kokainkästchen in Ihrem Gehirn. Und Sie empfinden ein Glücksgefühl. Und je länger man läuft, umso intensiver wird das Glücksgefühl. Was spielt sich da eigentlich im Gehirn ab, dass man das ist da Wasserhaus lernt. Das sind chemische Reaktionen, klar. Ist die Botenstoffe. Die Botenstoffe werden jetzt mobil aktualisiert und ausgelöst und verschickt. Das sind Endorphine, Dopamin etwa, ein Wohlfühlhormon. Man weiß, bei einem regelmäßigen Maß von Jogging entstehen solche Endorphinausschüttungen, die so ein bisschen happy machen. Die Gefahr ist, es kann zur Sucht werden. Ja, ja. Und manche Jogger haben keine Grenze mehr. Die rennen dann kilometerweise, bis sie zusammenbrechen. Weil das Endorphin zu stark ist. Das Zentrum der Belohnung im Gehirn wird ja belohnt durch die Endorphinzufuhr. Genau. Eine Art Sucht kann entstehen. Ja, da richtig. Muss man auch sehr diszipliniert sagen, nein, hier ist Schluss. Das heißt, eine regelmäßige, maßvolle, rhythmische Bewegung wie Laufen oder Tanzen oder Schaukeln ist gut. Sollten wir tun. Bewegung ist alles. Aber alles in Maßen. Und da wir uns zu wenig bewegen, die Büromenschen, haben die wenig Endorphine. Die Folge ist, sie werden behäbig, bauen Fett an, fühlen sich gar nicht glücklich und holen jetzt als Ersatzglück
Drogen, Alkohol, Sex, was weiß ich. Das ist der Teufelskreis. Deswegen sage ich jedem, Leute, macht ein bisschen Sport. Wenn alle Pfarrer regelmäßig Sport machen würden, sie würden anders predigen. Ja, richtig. Ja. Was kann man grundsätzlich tun, um die Willensstärke so ein bisschen zu festigen? Das ist eine gute Frage. Die Rezeptfrage immer. Herr Doktor, was kann ich tun, um diese Rezeptfrage? Es gibt keine Rezeptur auf Knopfdruck. Leider muss man auch was investieren. Und wenn ich was erreichen will, brauche ich Geduld, Beharrlichkeit, Disziplin und die Vision. Das ist nun mal das, was ich liefern muss, sonst geht es gar nicht. Wer nie Disziplin gelernt hat von Haus aus, also pünktlich aufstehen, die Dinge sofort machen, die Versprechen auch halten, das ist Disziplin, ne? Der wird es kaum schaffen. Also die Therapie hat Grenzen hier. Was das Elternhaus nicht vermitteln kann, kann die Schule auch nicht vermitteln. Und dann bleibt nur noch eins übrig, grandiose Selbsterziehung. Aber die sagen dann, ihr seid doch schuld, ihr Eltern haben so erzogen, ihr seid doch schuld, ich bin nicht schuld, ihr seid schuld. Fatal, genau. Nicht? Schuld zuweisen, um bequem zu bleiben. In der Opferrolle bleiben, um ein Machtmittel zu haben, ihr seid ja schuld, basta. Das ist unfair. Aber viele Menschen machen das. Glücklich sind die nicht. Herr Pate, wie machen Sie das nur? So viele Bücher schreiben, so viel Auto fahren und Patienten, wo haben Sie die ganze Zeit überhaupt? Wie schaffen Sie das Ganze? Ganz einfach, ich gucke kaum Fernsehen und arbeite schnell und mache sofort, was ansteht und nicht Aufschieberitis. Denn die Aufschieberitis ist ein Tod unserer Gesellschaft. Nicht? Diese Prokrastination, alles aufzuschieben, auch so ein Ding. Ne? Und was man natürlich auch lernen muss, und das haben Sie auch schon unterschwellig angesprochen, dass man einen bestimmten Tagesrhythmus auch einhalten muss, bestimmte Rituale vollziehen muss, um noch einmal auf Strunz zurückzukommen. Er sagt, ich versuche meinen Teilnehmern zu sagen, legt schon morgens euer Sportzeug und die Schuhe vor, legt sie schon zurecht, damit ihr dann schon in diese Schuhe einsteigen könnt und laufen könnt. Und wenn ihr etwas 30 Tage hintereinander tut, kommt ein gewisser Automatismus und es wird euch zur Gewohnheit, nicht? Aber dazu muss man sich überwinden. Und dazu gehört Disziplin. Und das kann man auch auf alle möglichen anderen Situationen übertragen. Das ist ein hartes Stichwort Disziplin. Das heißt ja Eifer und Fleiß. Ja. Eifer und Fleiß. Das Dilemma besteht bei vielen Leuten, dass sie sich schleifen lassen, viel zu viel in Terminkalender einpacken, keine Pufferzone haben oder viel zu viel an den Rand des Schreibtisches schieben, morgen, bis es überhöht wird, dann sind sie im Burnout und sind kaputt. Es gilt die Regel, Stress entsteht nicht durch ein zu viel an Arbeit. Stress entsteht durch ein zu viel an aufgeschobener Arbeit, die mich dann belastet. Dann flüchte ich, mache gar nichts mehr. Der Körper streikt. Da braucht man Disziplin, es sofort zu machen. Und Sie werden feststellen, Sie fühlen sich wohler, Sie gewinnen Zeit und können Kaffee trinken, gehen ins Kaffeehaus. Und wenn Menschen natürlich nie gelernt haben, eine solche Ordnung einzuhalten oder ein solches Ziel auch zu verfolgen, dann ist es natürlich sehr schwer, auch im Erwachsenenalter diese Dinge auf Vordermann zu bringen. In Ihrem Buch sagen Sie, auf dem Wege zu einer gesunden Persönlichkeitsentfaltung sollten wir nicht die Entwicklung der Kindheit vergessen. Sie sprechen von dem emotionalen Kompass in der Erziehung. Können Sie das vielleicht an einem Beispiel deutlich machen? Kinder übernehmen das Verhalten der Eltern. Wenn ein Kind merkt, dass Papa sich bei der Mama durchsetzt durch Drohungen und Aggressivität und damit siegt er und bekommt seinen Willen getan, dann kann es sein, dass das Kind diese Strategie übernimmt als späterer Ehemann. Er guckt das ab, übernimmt das. In der Regel, es gibt Ausnahmen. Kinder übernehmen auch die Gefühle, wie die Eltern mit Gefühlen umgehen. Eine Mutter kann ihr Kind zwar bemuttern und Taschengeld geben und das Frühstücksei machen und trotzdem muss sie es nicht lieben. Und Kinder spüren das.
Auch wenn Eltern die Kinder kritisieren, spüren Kinder ganz genau, ist die Kritik aus einer gewissen Verantwortung und Liebe geschehen oder ist sie aus einem Frust und aus einer Ablehnung geschehen. Das spüren Kinder. Mhm. Und das ist der Kompass. Und dann kann es passieren, dass sie in die falsche Richtung laufen. Da müssen Eltern aufpassen, wie gehe ich emotional um mit Kindern. Wir haben einen IQ und einen EQ. Und ich sage sogar noch einen SQ, einen spirituellen Quotienten. Mhm. Nicht? Und 3 IQs mindestens. Mhm. Nicht? Der IQ nutzt es nicht viel, wir oben Kopf alles haben. Der EQ, emotionale, mhm, und der spirituelle, dann sind wir gut. Mhm. Nicht? Da fehlt es. Und ich glaube, dass die Patienten hier im Haus, die wir jetzt haben, leiden fast alle darunter, dass sie als Kinder nie mal gedrückt worden sind, mal wirklich anerkannt und gelobt worden sind. Da ist zu wenig drin. Mhm. Und was man nicht hat, kann man nicht geben. Sie kommen auf andere Einflüsse noch zu sprechen, und zwar auf den Fernsehkonsum oder auch auf die Werbung. Inwieweit werden wir beeinflusst von der Werbung in unserer Zeit? Tja, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bilde mir ein, von der Werbung nicht beeinflusst zu werden. Aber das muss nichts heißen. Es kann schon sein, dass viele sich auf die Werbung einlassen und dann kaufen sie, auf Teufel komm raus. Denn die Werbung ist sehr geschickt. Das Konzept AIDA liegt dem zugrunde. Aufmerksamkeit erwecken, Interesse, dann den Drang, es zu kaufen und dann die Aktion, ich kaufe es. AIDA. Heute wird raffiniert geworben. Ne? Und viele fahren drauf rein. Manche kaufen es, weil sie jetzt erst das Bedürfnis geweckt bekamen. Sie brauchen es nicht. Yeah. Aber die Information, ah ja toll, das kaufe ich auch noch. Aber hätte es nie gebraucht. Ne? Es ist ein Konsumdrang, eine Ersatzbefriedigung für das, was fehlt. Und davon lebt die Werbung. Mhm, genau. Ne? Und sie lügt auch noch, indem sie 3 verschiedene Tricks anwendet. Lügen. Sofort kaufen, Vorrat nur begrenzt. Mhm. Ganz voller Zauber. Nicht? Dann heute noch Sonderpreis, morgen nicht mehr. Nicht? Und dann schließlich wird es gekoppelt an so Sachen wie Erotik, Sexualität, Macht, Schönheit. Mhm. Ja? Wenn ich die Hose kaufe und so aussehe wie die Frau da, bin ich sexy. Mhm. Nicht? Das sind die alten Tricks. Das geht immer noch bei vielen Leuten. Mhm. Bei mir klappt das nicht. Ich werde dann sogar trotzig. Das kaufe ich das Recht jetzt nicht. Dann werde ich trotzig. Also kaufe ich das Recht nicht. Die ärgern mich nur noch. Wo kann man da brauchen? Ärgerlich. Aber das ist die Masse. Und ich glaube, wir würden nicht so viel kaufen und darauf reinfallen, wenn wir erfüllt wären. Wir müssen es nicht mit Füllungen, mit Ersatzbefriedigungen füllen. Wenn wir erfüllt wären vom Sinn des Lebens, von der Liebe, von der Aufgabe, dann bräuchten wir das alles nicht. Und da ist die Wurzel. Nicht? Da ist sie. Es gab früher mal ein Buch mit dem Titel »Die geheimen Verführer«. Da ging es eigentlich auch um die Werbung. Oder Sie sprechen jetzt auch von der sogenannten Lebenslüge, die damit ja letztlich verbunden ist. Wie viele Menschen sind oftmals nicht fähig, Herausforderungen anzunehmen, weil sie sich selbst belügen und sich einreden, sie seien nichts wert? Wie entstehen letztlich solche Lebenslügen, unabhängig jetzt von der Werbung, die Sie gerade angesprochen haben? Sagen Sie als Vater Ihrem Kind im Jahr 3-mal, du kannst das nicht. Wenn der Lehrer sagt, du bist zu dumm, und dann irgendwann eine Tante Ida sagt, das kannst du nicht, dann ist die Sache perfekt. Das Kind übernimmt diese Killerphrasen, diese tödlichen, und glaubt allen Ernstes, ja, ich werde für dumm gehalten, ich kann das nicht. Manche andere Kinder haben genügend Resilienz, Widerstandskraft und Trotz und sagen, ich werde es euch beweisen, ich kann das trotzdem. Aber nicht alle haben diese Aggressivität, diese gesunde. Die ist ja totgeschlagen worden, ja, nicht? Im 4. Gebot. Und darum sage ich der Mutter, die mich anruft, mein Sohn ist jetzt 16, der ist so eigensinnig, kann der mal kommen? Nee, kommen Sie mal zuerst. Wenn der eigensinnig ist, dann ist froh, dass er einen eigenen Sinn hat und nicht fremdsinnig ist. Ich bin froh, wenn er noch frech sein kann. Denn die braven Pflegeleichten sind verdächtig. So kommt durch die Erziehung und die Medien bedingt dieser Satz rein, du kannst nichts. Wenn wir Kinder ermutigen, das schaffst du schon, mach's mal. Wenn es denn schief geht, ist es nicht schlimm. Ganz wichtig. Dann baue ich auf. Frühe Selbstständigkeit der Kinder, das Gefühl, unterstützt und ermutigt zu werden, die fehlende Angst vor dem Versagen, was ist dann, das ist das Allerbeste. Nicht?
Dann können Kinder selbstbewusst werden und zu Leistungen befähigt werden, die wir kaum für möglich gehalten haben. Was haben die bisher aufgezeigten mehr psychologischen Hilfestellungen mit der biblischen Botschaft zu tun? Viel. Mehr als die meisten ahnen. Mir wurde früher einmal gesagt, die Studien der Psychologie brauchst du nicht, die Bibel reicht, die Theologie reicht. Ich sage, nein, ich möchte gerne auch die Psychologie studieren, um auch mal die Bibel von der Sichtweise her kennenzulernen. Und festgestellt, dass viel mehr Psychologie drin ist, als draufsteht. Das Reden und Verhalten Jesu, im AT, die Weisheitssprüche, Sirach und so weiter, enorm viele praktische Alltagsempfehlungen, unglaublich, nicht? Deswegen meine ich, dass das Verhalten Jesu, segnet die, die euch verfluchen. Oder geht doch mit dem zwei Meilen mit, der euch zwingt, eine Meile mitzugehen. Und das schenkt ihm noch das Hemd dazu, wenn er die Hose klaut. Diese Geschichten, die also paradox wirken und so dumm und so blöd wirken, sind hervorragend. Eine Pädagogik allein, die greift, wenn ich das tue, dann kann ich den Täter verändern. Denn Liebe verändert, es braucht Zeit. Drohungen, Strafe, Rache verändert nicht, überhaupt nicht. Nur die Liebe. Und ich habe es fest in meinem Leben festgestellt, oft praktiziert, habe genau das geübt. Und es funktioniert. Man muss halt nur mal Geduld haben. Weil der Mensch nicht damit rechnet, dass das Opfer gut zu ihm ist auf einmal. So ganz anders reagiert. Das ist die Pädagogik Jesu. Bis hin zu dem Streitempfehlung bei Matthäus 18, glaube ich, sagt er es. Wenn du Streit hast, dann sprich mit ihm unter vier Augen. Nutzt es nichts, sechs Augen. Nutzt es nichts, die ganze Gruppe. Also ganz normale Empfehlungen der Kommunikationsstruktur. Oder im Buch Sirach steht es. Wenn du Streit hast, lass ihn reden, unterbrich ihn nicht. Bei Streitsüchtigen halt den Mund, denn die verdrehen das Wort im Munde nur. Und was ich meinen Patienten immer erzähle, was kein Mensch kennt, ich erstaune nur noch, ist ein Satz der Heiligen Schrift, das ist die andere Medaillenseite. Wir kennen alle Wange hinhalten, Kreuz tragen, das kennen wir alle. Aber diese andere Seite, die heißt, in aller Demut ehre auch dich selbst und gib das Recht, das dir zusteht. Versag dir nicht das Glück des Tages. Und wenn du andere beschenkst, vergiss dich selber nicht. Denn wer sich selbst nichts Gutes tut, ist unerträglich. Sehr schön. Das muss mir auch rüberkommen in der Verkündigung. Ja. Immer Opfer und Gott besänftigen und opfern, und ist ja Wahnsinn. Ja. Nicht? Jesus sagt in dem Zusammenhang, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da, ja, wenn ich mich nicht lieben kann, ist wie du. Ja. Dann geht es halt nicht. Richtig. Nicht? Und zur Selbstliebe gehört auch die Abgrenzung, mal Nein sagen können. Das können die wenigsten, weil sie Schuldgefühle kriegen. Ich muss doch jetzt immer, darf doch kein wehtun, darf doch nicht streiten, muss doch lieb sein. Na, aber hallo, falsch verstanden. Nicht? Und ich denke auch an die Bergpredigt und auch an die goldene Regel, behandelt den anderen Menschen so, sagt Jesus, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Ich habe mal in der Westfalenhalle an einem Motivationstag teilgenommen. Der Eintritt betrug 300 Euro. Ich konnte glücklicherweise als Journalist daran teilnehmen und habe diesen Betrag nicht bezahlt, hätte ihn auch nie bezahlt. Und dann gab es eine Pressekonferenz und die Gurus aus Europa saßen da vorne in der Reihe und waren bereit, Fragen zu beantworten. Und dann sagte ich, ist Ihnen eigentlich bekannt, meine Damen und Herren, dass das, was Sie hier heute an diesem Tag an Vorträgen und Seminaren und Talkshows zum Ausdruck gebracht haben, das meiste, das Wesentliche, letztlich biblische Erkenntnis ist, und wissen Sie, wie die darauf reagierten? Und keiner hat widersprochen. Einer machte sich zum Sprachführer und die anderen sagten, so ist es. Sie sagten, wir sind Zwerge auf den Schultern dieser biblischen Riesen, aber wir werden uns hüten zu sagen, dass das biblische Erkenntnisse sind, sonst würde keiner mehr zu unseren Seminaren kommen. Wie erklären Sie sich diese Reaktion? Das ist eine Aversion gegen das Religiöse, weil das oft gekoppelt war mit Naivität, Frömmlertum, Heuchelei vielleicht oder Dummheit. Da wurde jahrelang die Religion und der Glaube falsch gekoppelt, falsch konditioniert. Es muss jetzt abkonditioniert werden, es muss jetzt wirklich geändert werden. Aber genau das ist nämlich, diese Bibel hat alles, was der Mensch braucht.
Und ich weiß sogar die Therapiemethoden, etwa die Ölbergtherapie, wo Jesus Angst hat und dann sagt er, auf, lass uns ihm entgegengehen, mein Angstfaktor Judas naht. Er macht hier die sogenannte Verhaltenstherapie, er macht die Konfrontationstherapie. Heute kostet das viel Geld. Das heißt heute nicht Ölbergtherapie, das heißt heute die Sensibilisierung. Nicht? Alle Therapiemethoden sind schon in der Bibel verankert, bis hin zur Analyse. Ne? Wir haben es bis jetzt nicht rausgepult. Oder denke ich an den Psalm 38. David hat den Mord begangen, klagt unter Krankheiten, die er hat. Herzstörungen, Herzflimmern, Rheuma, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchweh, alles Mögliche. Und sagt dann, erst als meine Schuld bereute und bekannte, wurde ich heil. Die Symptome, die er aufzählt, sind ganz klar die Symptome einer Psychosomatik. Herz, ne, ganz klar. Das kann man wunderbar sezieren, wird einfach noch zu wenig bedacht. Die Bibel ist noch nicht entdeckt, wirklich nicht. Vielleicht erinnern Sie sich an Horst Ewald Richter, er ist kürzlich gestorben. Er war einer der bedeutendsten Psychotherapeuten. Ich liebe ihn. Und Präsident des Sigmund Freud Instituts. Ja. Ich hatte mehrere Gespräche mit ihm. Und er sagte in einem dieser Gespräche, wissen Sie, was Sie auch gerade angesprochen haben, das Schuldproblem kann in einer säkularen Gesellschaft nicht gelöst werden, sondern Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, die keine Schuldvergebung kennen, die nicht wissen, da ist ein Gott, der mir die Schuld vergibt, müssen ihre Schuld auf den anderen projizieren und den anderen zum Sündenbock machen. Und das ist ihre Botschaft, dass sie hier davon sprechen, dass sie einen Gott haben, der sie so liebt, der ihnen vergibt. Das war für mich sehr eindrucksvoll, zumal er ja auch ein Freudianer ist, nicht? Es hat gezeigt, dass Menschen, die das glauben, dass Gott mir verzeiht, mich liebt, mich nicht bestraft, mit mir rechnet und so weiter, dass diese Menschen, die zu ihm halten und beten, länger leben und gesünder sind. Es gibt Untersuchungen weltweit, die das bestätigen. Der Interleukin-6-Wert im Körper ist gesteigert bei solchen frommen, betenden Menschen, vorausgesetzt, dass ihr Gottesbild kein strafendes und einengendes ist. Es muss frei sein. Dann macht Religion frei und gesund. Und da glaube ich sofort, dass die Menschen noch gesünder leben, weil der Druck weg ist. Da ist der Gott, dem ich mich anvertrauen kann, der mich liebt, der mich rufen wird, der mich braucht. Super. Ne? Und das ist doch das, was ich will. Du schaffst es. Sie weisen darauf hin, dass aufgrund von 1200 wissenschaftlichen Untersuchungen an vielen Universitäten gläubige Menschen von Krankheiten und Persönlichkeitsstörungen schneller genesen. Eigentlich haben Sie schon die Antwort darauf gegeben. Wollen Sie das noch mal ein bisschen ergänzen? Ja, hinzu kommt noch das Gebet für Kranke. Die Fürsprache, das Fürbittgebet wirkt auch. Es gibt Experimente genügend, wo man für Kranke betete und die Kranken wussten es aber nicht. Mhm. Ne? Und siehe da, die Rekonvaleszenz, die Gesundheit kam viel rascher, auch bei scheinbar unheilbaren Krankheiten. Sie kam einfach und das war ein erstaunliches Ergebnis, dass Beter einfach eine Zeit lang beteten und die, die es nicht wussten, wurden gesund. Es geschah etwas. Es gibt auch Testgruppen. Das ist phänomenal und für mich nichts Neues. Kein Problem, mir zu glauben. Wir müssen nur auch selbst beim Beten dran glauben. Ja. Es ist eben doch alles viel Glaube. Und das Wort Glaube aus dem Mitteldeutschen Galaupian heißt ja auch Liebhaben. Also ist Glauben und Lieben fast das gleiche Wort. Wer glaubt, muss auch lieben können. Es geht ja sonst gar nicht. Galaupian, Liebhaben. Wir haben angefangen mit der Vorstellung Ihres Buches »Du schaffst es«. Und wir haben also viele Gedanken aus diesem Buch in dieses Gespräch hineingenommen. Und am Ende dieses Buches heißen die letzten Sätze, du schaffst es. Und sie ergänzen dann, was der Mensch sät, wird er ernten. Jesus hat nie gesagt, ich habe dir geholfen, sondern dein Glaube hat dir geholfen. Woher nehmen Sie diese Sicherheit, dass es so ist? Aus dem Wort Jesu selber und aus der Erfahrung. Und jedem, der ein bisschen Zweifel hat und nun glaubt, Gott erhöre ihn nicht wegen des Zweifels, dem sage ich, Gott lässt den Zweifel auch gelten. Als der Hauptmann sagte, mein Sohn ist krank, mach ihn gesund. Glaubst du denn? Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
ich zweifle. Was macht Jesus? Er ist gesund. Ein großzügiger Gott, der uns nicht zur Leistungsakrobatik aufruft. Ja? Und nun kommt noch eins. Aber ich kann nicht glauben, Herr Pater, ich möchte so gern glauben, aber ich kann nicht glauben. Glaube ist auch Gnade. Ich kann ihn nicht machen. Ja. Ich kann ihn erbitten. Ja. Und ich garantiere, dass er auch ihn kriegt. Denn Gott lässt diese Bitte nicht unerhört. Nicht, er bekommt den Glauben. Also darum bitten, weil das eine Demutshaltung ist. Ich kann von mir aus das nicht konstruieren, ich brauche dich jetzt. Und Gott wird das auch machen. Da habe ich gar keinen Zweifel. Das ist einfach so. Ganz herzlichen Dank. Sie haben uns, glaube ich, Mut zum Glauben gemacht. Und ich denke, dass unsere Zuschauer auch eine Antwort auf die Frage bekommen haben, wie schaffe ich dieses oder jenes Problem in meinem Leben? Gott segne Sie und ich möchte Ihnen, liebe Zuschauer, Mut machen zu diesem Glauben. Und je mehr Sie sich auf Gott und auf Jesus Christus und auf seine Botschaft einlassen, werden Sie mit dem Apostel Paulus bekennen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Gott segne Sie.